Willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Ja, die gute Summer, die muss ich jetzt ganz schnell mal aus dem Bett holen hier, weil die muss jetzt ganz dringend was machen, und zwar bevor der Tag rum ist. Komm, hör mal auf zu schlafen. Wir kaufen dir jetzt was Schönes. Wir kaufen dir jetzt etwas sehr Schönes im Belohnungsstore, und zwar den Jugendtrank. Wo ist er denn? Jugendtrank. Lalalala. So, sofort kaufen. Jawohl. Okay, und den darfst du jetzt sofort trinken, bevor du mir hier älter wirst. Madame hier, sieht das hier schon. Tag bis zur Altersstufe. Nee, du solltest jetzt. Oh nein, sie ist krank. Warum? Was ist los hier? Schlechte Leistung. Dieses Plechtel verlief nicht so gut. Nein! Unterdurchschnittliches Techtelmechtel. Wo ist der Trank? Da. Hier, Jugendtrank. Trinken. Schnell. Trink ihn. Schnell! Ich will nicht, dass du Seniorin wirst. Audio wird das nicht gut finden, glaube ich. Wo willst du jetzt hingehen, um den Jugendtrank zu trinken? Also, musst du dafür jetzt erst in den Keller gehen? Okay, also merkt, einen Jugendtrank kann man nur im Keller trinken, wie es aussieht. Versteht das mal einer? Hä, wo willst du jetzt? Wieso? Was? Wo willst du jetzt hin? Ach, du willst jetzt da hin? Ach so, das geht nur im Sitzen. So, Jugendtrank. Komm, trink ihn. Trink ihn! Jetzt trink ihn halt. Ah, jetzt ist sie glücklich. Geschmeidiges Getränk. Und Madame ist wieder jung. Und anscheinend ist sie schwanger. Oh, Baby, Baby, Baby. Was ist da los hier? Nee, beschämt. Ach, schlechtes Techtelmechtel. Also Audio, nächstes Mal streng dich besser an. Komm, nimm dir nochmal einen Fruchtpunsch. Madame, du nimmst auch nochmal einen Fruchtpunsch hier. Und danach holen wir uns hier was zu essen. Wir haben hier die ganze Wohnung hier. Die Wohnung sieht aus wie Sau. Komm, nimm dir nochmal hier ein Stück. Du, was ist los mit dir? Du musst auf die Toilette. Und du bist auch nächste Altersstufe? Auch Senior! Ey, was ist das? Was ist hier für ein Verein? Warum ist hier? Kann ich dir auch nur einen Trank kaufen? Ja, kann ich auch. Komm. Auch du kriegst im Belohnungsstore jetzt einen Jugendtrank. Das ist ja hier die WG-Verjüngung. Jugendtrank kaufen. Jawohl. Auch du darfst ihn direkt zu dir nehmen. Hier trinken. Das ist bei ihr jetzt wahrscheinlich auch, ne? Ja, auch die Liberty hier ist bald Seniorin. Das gibt's ja nicht. Ach, jetzt komm schon. So schlimm ist hier noch nicht. So, einmal bitte wegwerfen, aufräumen. Du sollst deinen Trank. Hast du den Trank jetzt getrunken? Ja, hat ihn getrunken. Okay. Also aufräumen hier. Swarpsa? Ja, Swarpsa, Inisi geht nicht. Okay, also er ist hier gut dabei. Er ist bald erwachsen. Das dauert noch ein bisschen. Und dann heißt es hier, Audio geht schlafen. Und auch die liebe Summer Holiday. Was ist los mit dir? Zur Arbeit. Oh, zur Arbeit gehen. Summer, ich habe nicht aufgepasst. Nein, ich passe hier wieder nicht auf meine Sims auf. Ich passe nicht auf meine Sims auf. Ich passe nicht auf meine Sims auf. Wann musst du zur Arbeit? Ah, erst die lahme Party und dann sowas hier. Summer ist zur Arbeit. Okay. Okay, du darfst hier mal ausschalten, aufräumen. Wann musst du zur Arbeit, Madame? 3 Tage bis zur Arbeit. Du hast frei, okay. Dann würde ich sagen, du darfst hier noch ein bisschen trainieren. Mach mal ein bisschen Training. Das Ding darfst du danach nochmal leeren, bevor das hier anfängt zu stinken. Travis, was ist los mit dir? Programmieren möchtest. Und du möchtest dringend auf die Toilette und du möchtest schlafen. Gut. Wann musst du zur Arbeit? 2 Tage. Also, verwenden, schlafen. Audio, Licht meines Lebens. Muss in 3 Tagen zur Arbeit. Hä, was ist heute? Ach, heute muss er. Audio hat frei. Ja, cool. Dann würde ich das sagen. Brauen wir uns eine Trauerbandlotion. Was ist das hier? Schlafen. Oh ja, stimmt. Audio möchte schlafen. Hust. Du möchtest hier trainieren. Zieh doch! Beziehungsweise eigentlich möchtest du dein Hirn trainieren. Das wäre das eigentlich Richtige. Hier mal bitte spielen, wenn du damit durch bist, aber erst. So, er hier. Ihn kriegen wir auch. Und was ist, ach, das Ding hier ist dreckig. Deshalb sind die alle so schlecht drauf hier. Gibt's ja nicht. Ich wundere mich hier schon, warum die alle so schlecht drauf sind gerade. Hygiene. Also einmal duschen, bitte. Ach ja, ach ja, ach ja. Die Party, der war ein Reinfall, muss ich echt sagen. Das hat nicht funktioniert. Level 2 Fitness. Ja, das hast du super gemacht. Komm, Liberty reicht jetzt hier. Fitnesstraining ist jetzt durch. Kannst über Fitnessfähigkeiten reden, muss aber nicht sein. Ich habe auch hier noch ziemlich einen Müll gebaut, sehe ich gerade. Ich habe die Blut, das Ding da stehen lassen. Komm, das verkaufen wir wieder. So, weiter geht's. Komm schon, aufstehen und hupf. Komm hier, da. Da, mach mal Trank weg. Mach da mal da Trank weg und dann
ist hier gut gewesen, ne? Das kannst du auch nochmal aufräumen, wenn du damit durch bist. Diese Wohnung sieht aus wie Sau. Die Wohnung sieht aus wie Sau. Was habt ihr hier veranstaltet? Die Wohnung sieht aus wie Sau. Der Kuchen, den kannst du mal weglegen. Wir haben sowieso wahrscheinlich hier gerade das ganze Ding voll. Wir haben hier Fisch-Tacos und Macaroni und Käse. Haben wir alles bekommen. Und hat Andrina Audio hat hier seine Sachen stehen. Und Audio sollte sich immer wieder um seinen Garten kümmern. Der sieht ja aus wie Sau. Audio, hier, wenn du das gebraucht hast, dann darfst du ja mal bitte den Garten pflegen. Das sieht ja gar nicht gut aus. Okay, wir haben hier noch jede Menge Kräuter. Wir brauchen davon natürlich ein bisschen was für dies hier. Was brauche ich denn? Kräuterheilmittel brauchen. Trauerbande zum Glühwürmchen, Holunder. Ich glaube, da brauche ich Heidelbeere, Salbe, Anni. Da brauche ich auch, oh, da brauche ich eigentlich alles. Giftiger Holunder, Feuerblatt, Morchel, Feuerameise. Stabheuschrecke gefehlt, Holunder, Erdbeere. Erdbeeren habe ich verkauft, ich Idiot. Ich habe natürlich Zeug verkauft. Na gut, aber es gibt ja bald wieder was zu ernten. Aber die Pilze, die kann ich noch verkaufen. Allesamt. Allesamt zusammen. Was ist das hier? Makelbeere, sehr hübsch. Oh. Hier jede Menge kann ich Kamille verkaufen oder brauche ich Kamille? Ich verkaufe es jetzt. Komm, ich kann mir die jederzeit neu holen. Genauso. Giftige Kamille, ey. Kamille, hatte ich die nicht verkauft? Hallo? Danke. Danke, danke, danke. Was habe ich hier? Giftiger Holunder. Das kann ich mir eigentlich alles nochmal neu ziehen. Ah, das steht. Ah, das Gute ist, hier steht dabei, was ich wofür ich brauche. Das ist zum Beispiel, brauche ich für dich. Die Chrysanthemen. Die können weg. Spinat kann auch weg, anscheinend. So, füllen wir mal die Haushaltskasse hier ein bisschen auf. Kartoffeln brauchen wir auch nicht. Giftiger Holunder, den brauchen wir. Holunder brauchen wir auch. Was ist das hier? Ah, giftige Kamille brauchen wir. Unbestimmter Pilz. Zwiebeln brauchen wir nicht. Weg damit. Unbestimmter Pilz. Bananas brauchen wir nicht. Bananas. Das brauchen wir aber... Ah, so hier, Basilikum braucht man auch nicht. Hier, guckt mal, schon ist ruckzuck ist die Haushaltskasse voll. Ist das geil? Glockenblumen brauche ich auch nicht. Welch? Salbei. Salbei brauche ich aber. Du lügst. Ich habe doch hier vorhin mal Salbei gesehen. Kräuterheilmittel? Doch vorhin hier mal Salbei gesehen. Da bin ich jetzt blöd. Basilikum? Salbei. Ey, die lügen mich auch noch eiskalt an. Ich glaube, es hackt. Bei der Arbeit, die liebe Summer. Oh nein, was ist los? Verstopfte Nase wegen Krankheit. Und müde ist sie auch noch. Und schwanger ist sie auch noch wahrscheinlich. Was ist das hier? Nicht genug Training, wegen aktiv. Oh nö. Komm, geh mal schlafen, wenn du wieder da bist. Okay, Madame Schnürschuh. Wie sieht's aus bei dir? Du machst hier ein bisschen tierisch konzentriert und stinkst wie Hulle. Und möchtest dringend duschen. Und Hunger hast du auch. Und Energie brauchst du auch. Komm, geh schlafen. Reicht jetzt hier. Wir gehen jetzt erstmal fix duschen. Warum wir dafür in den Keller gehen, weiß ich auch gerade nicht. Wir machen es auf jeden Fall ein bisschen schneller. Komm, dusch dich. Ziemlich lecker. Dusch dich, kleines Ding, Ding, Dong. Dusch dich. Wieder mal eine Spam-Mail bekommen, wie immer. Schwupp, schwupp. Okay, da ist ein leckerer Kuchen. Den können wir weglegen. Und ab ins Bett mit dir. Perfekt. So, schneller. Blase. Also das möchtest du gerne hier verwenden. Danach hast du Hunger. Dann werde ich dir doch mal Fisch-Tacos andrehen. Bei dir, Kollege. Du hast auch Hunger. Doch, du kriegst von mir Fisch-Tacos. Öffnen. Hier. Tischfakos. Leckere Tischfakos. Und danach möchtest du programmieren. Videospiel oder App. Kriegen wir gerade nicht hin. Programmieren. Kann ich jetzt hier schon? Freiwillige Arbeit. Plugin. Programmieren. Viel Spaß. Sie schleppt sich erstmal ins Bett. Was ist da los hier? Dekoriert, wegen schöner Umgebung. Wieso ist der Fernseher an? Der kann aus. Das kostet alles Geld, Jungs und Mädels. Das kostet alles Geld. Das geht nicht. Um bestimmte Pflanzen bestimmen. Hunger für Audio. Wie wär's, wenn du hier nochmal was öffnest und dir hier leckere Fischtacos nimmst? Ach so, alle liegen im Bett. Die WG pennt. Alle haben was zu tun. Also wenn sie denn wach werden, können sie was tun. Ah, Audio ist wach. Mein Lieblingsaudio. Nein, natürlich, ich habe kein Lieblingsaudio. Das wollte ich nochmal kurz betonen.
Ich habe zwei Favoriten-Audios und einen toten Audio bei Banished, der nicht mehr da ist. Finde ich echt blöd. Aber der geht halt nicht anders. Das ist der Lauf des Lebens. Das ist der Lauf des Lebens. Oh, das Fiese ist, hier neben mir stehen hier gerade Cookies. Und zwar in drei verschiedenen Sorten. Und die eine Packung hier ist offen und der lacht mich an. Ich kann nur leider schlecht hier in der Aufnahme meine Cookies essen. Erstens wäre das unfair euch gegenüber. Es ist allein schon unfair euch gegenüber, dass ich euch von den Cookies erzähle. Wie ich es letztens schon beim Eis gemacht habe, wo ich Bock auf Eis hatte und Eis essen wollte. Jetzt steht hier Cookies. Und Chips nicht gerade auch. Unfair. Unfair, unfair, unfair. Andrina erzählt von Cookies. So ist das hier bei Let's Play die Sims 4. Ach ja, jetzt ist das neue Addon erschienen. Was heißt neues Addon? Es ist ja eher wieder so eine Art DLC. Sie nennen es zwar nicht DLC, aber es ist letztendlich ein DLC. Wie hatten sie es noch? Ein Accessoires Pack. Ein Accessoires Pack. Das haben sie bekommen. Haben wir bekommen hier. Wunderschön. Jetzt habe ich auch endlich mal ein Thumbnail, auf dem alle die ganze WG zu sehen ist. Nicht mehr nur dieses Thumbnail, auf der nur die liebe Chrissy vor ihrer Lasermaschine zu sehen ist. Nee, jetzt haben wir wieder was Vernünftiges. Und das ist auch gut so. Ich finde das gut. Ah, der Travis ist aufgestanden. Ein Travis ist aufgestanden. Tralalalala. Ich wünsche mir so gerne diesen wunderbaren Haushaltsroboter aus die Sims 1. Ich weiß gar nicht mehr, welches Addon das war. Ich glaube, das war das volle Leben, wo es diesen schönen Haushaltsroboter geht. Also allein dieser Roboter ist ein Grund, Sims 1 zu spielen. Den gab es ja immer mit Hokus Pokus, gab es dann nochmal dieses andere Ding dann. War auch ganz cool. Aber naja, ist halt so jetzt mal so, ne? Okay, das hätten wir hier. Er ist glücklich. Audio ist einfach glücklich. Wenn Audio glücklich ist, bin ich auch glücklich. Ich mag glückliche Audios. Nur glückliche Audios haben Hunger. Oder? Sehe ich das richtig, dass glückliche Audios Hunger haben? Glückliche Audios haben Hunger. So, sie ist aufgestanden, sitzt auf Toilette, ist glücklich damit, kriegt gleich was Leckeres zu essen und möchte dann Simpedia durchsuchen, weil sie ein Geek ist. Gut, dann lassen wir dich mal Simpedia durchsuchen. Du hast ja jetzt den PC, wo mir der liebe Starskyth, war es glaube ich, erzählt hat, ein PC passt in jeden Raum. Sehe ich genauso. Deswegen steht mein PC auch im Schlafzimmer. Mehr Auswahl, Web, Simpedia durchsuchen. Viel Spaß. Und danach möchte sie Objekt verbessern, wegen Nerd hier. Kann ich das verbessern? Nee, das kann ich nicht verbessern. Was möchte sie denn noch tun? Sie möchte immer noch Schach spielen, ne? Sie möchte hier die Logikbombe werden. Dann spiel doch mal Schach mit Logikbomben-Tool und so. Er ist erstmal. Ah, die beiden hier. Dann könnt ihr doch miteinander unterhalten, oder? Könnt ihr doch ein bisschen kennenlernen. Ihr beiden. Was sagt ihr dazu? Na, jetzt steht er auf. So viel zum Thema kennenlernen. Das ging ja fix. Und würdest du bitte deinen Teller aufräumen? Jetzt darf ich wieder deinen Teller wegräumen, ne? Du Sausack, du! Lässt einfach deinen Teller liegen. Was hast du da eigentlich an der Wand hängen? Ein Spiegel. Jetzt frage ich mich, warum sehe ich mich nicht selbst? Ich vermisse jetzt gerade diesen kleinen Lakito, der hier mit der Kamera rumfliegt, dass ich mich jetzt selbst im Spiegel sehen würde. Das wäre mal cool. Richtig cool wäre es, wenn hier eine Webcam auf dem PC wäre und die Sims das so gehackt hätte, dass man sich jetzt sich selbst sieht. Das wäre jetzt so das Obergimmick. Würden zwar wahrscheinlich einen auf den Deckel kriegen, weil sie es gemacht haben mit dem Hacken, aber so. Und dieser Kerl hier, der ist so selbstverliebt, er hat zwei Spiegel. Einmal da und einmal da. Und er hat auch ein Rotlichtmilieu hier mit dem Ding. So, Summer, wie lange willst du noch pennen? Wahrscheinlich noch Ewigkeiten. Hunger hat sie. Hunger hat die liebe Summer. Einmal öffnen und hier ein Stück Kuchen nehmen. Kuchen ist lecker. Danach möchte sie gerne die Toilette benutzen. Schwangerschaftstest machen, auf jeden Fall. Und duschen. So. Gucken wir mal, ob das unbefriedigende Techtelmechtel wenigstens ein Kind erzeugt hat. Vielleicht. Man weiß es nicht. Das wird es vielleicht ein Partybaby. Waren die beiden nach der Party nicht, haben sie nicht aufgepasst? Ihr wisst ja, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Große nach 9 Monaten. Wie man so schön sagt. Das hat mir mein Vater beigebracht, diesen Spruch. Junge, pass bitte auf, ne?
ganz wichtig. Wofür habe ich jetzt 49? Ah, Travis hat hier was Schönes programmiert. Ich mag das. 75% erledige ich leider erst. Dann musst du wohl weiter programmieren. Hier, programmier doch mal. Ne, modde doch mal. Blickblock. Das kannst du weiter modden. Happy Modding. It's happy. It's Peanut Butter Modding Time. Peanut Butter Modding Time. Mod it, mod it, mod it, mod it. Not the ego. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, bis Audio hier das ganze Ding hier gejätet und gedingst und gebumst hat, ist hier der halbe Tag rum. Der ganze Tag ist dann rum. So, die konzentrierte Dame ist konzentriert. Sie spielt Schach, ist damit glücklich. Möchte Level 6 werden für ihr Nerdchen. Er programmiert. So, Madame. Sieht bei dir wohl so aus, als ob du jetzt mal aufstehen wolltest, oder? Oder sehe ich das falsch? Sehe ich das tatsächlich falsch, Madame? Ich befürchte es, dass ich das falsch sehe. Unschön. Unschön, unschön, unschön. Ich stecke gerade in einem kleinen Dilemma. Ich weiß jetzt nicht, soll ich jetzt meine Thumbnails mit weiter mit an die Arbeit machen oder mit Luxusaccessoires? Nee, ich mache es mit an die Arbeit. Das Luxusaccessoires Thumbnail gefällt mir so gut, da ist keine Ziffer drauf und alles. Nee, nee, das ist ja letztendlich Sims 4 an die Arbeit. Das Accessoires-Pack ist ja ganz nett, aber nee. Das lassen wir jetzt erstmal. Das lassen wir mal. Okay, Audio. Gieß bitte weiter. Gieße deines Amtes. Gießerisier hier bitte. Sie ist auch dabei. Ja, irgendwie, er hat er fertig gemoddet oder was ist los? Hast du jetzt hier fertig gemoddet? Ja, hat er. Jetzt möchte er Videospiele App programmieren. Das können wir doch nicht. Wir mussten ja noch wohl programmieren. Übt auch mal eine Runde programmieren. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Du bist aktuell... Welches Level bist du jetzt beim Programmieren? Level 5. Du hast leider gerade alle Punkte ausgegeben. Nee, ja, da geht's nicht weiter. Schade. Sonst hätte ich noch gesagt, komm, ich kaufe dir mal einen Trank, dass du schneller lernst, aber das sieht wohl schlecht aus. Naja, so. Unsere kleine Schachmaus spielt Schach. Audio ist immer noch dabei, hier das Ding zu... Boah. Audio hat hier eine Lebensaufgabe mit diesem Garten. Und danach nee, du darfst... Wie wär's, wenn du hier mal kurz alles erntest? Nee, Audio muss ja ernten, das geht ja sonst nicht. Oh, sehr unwohl, warum? Kopfschmerzen, oh nö. Anni, jetzt darfst du was... Ach, Shisha-Scheibenkleister. Verwenden und essen. Hier, öffnen. Verstärkus nehmen. Und danach darfst du hier weitermachen. Beziehungsweise eigentlich müsstest du mal einen Orangensaft trinken. Wo finde ich denn hier einen Orangensaft? Kochen, schnelle Mahlzeit essen. Orangensaft. Dann wirst du wieder gesund, Audio. Ja, dann gehen die Kopfschmerzen weg. Oh, Audio ist zu schlau. Gut, mit diesen Kopfschmerzgedanken mache ich eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play The Sims 4. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.